Hey ho Leute, mein Name ist LineTube und ich stelle euch heute, Trommelwirbel, die Karte des Monats vor. Viel Spaß dabei! Schlüsselwörter sind eines der Kernprinzipien von The Elder Scrolls Legends. Defensive Decks zum Beispiel haben ihre Wächterkreaturen, Agro-Decks haben ihre Sturmangriff-Kreaturen und wenn du mal Leben brauchst, hilft dir ein Zug wieder auf die Beine. Aber trotz der gewaltigen Menge an Schlüsselwörter-Kreaturen gibt es kaum Decks, die darauf aufbauen, Kreaturen Schlüsselwörter zu gewähren. Auftritt Schlachtenvogt der Abenddämmerung. Dam 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 dam. Der Schlachtenvogt der Dämmerung gewährt nämlich bei Beschwörung verbündeten Kreaturen 1-1 für jedes Schlüsselwort, das sie haben. Diese Karte lässt sich dann natürlich hervorragend kombinieren mit diversen Kreaturen. Ich möchte euch mal ein paar Kreaturen vorstellen, und zwar wäre es zum Beispiel die Riesenfledermaus, dass wenn wir den Schlachtenvogt der Dämmerung beschwören, bekommt die Riesenfledermaus 1-1. Damit hat sie, dadurch dass sie einen Zug oder Sturm oder Unsturmangriff hat, hat sie dann 3-3 und wir bekommen dementsprechend mehr Leben. Hört sich jetzt nicht nach viel an, ist aber wirklich gut oder sehr praktisch. So, dann haben wir zum Beispiel auch den Kriegergilden-Rekrut. Der hat Tödlich und Wächter, dementsprechend bekommt er 1-1 dazu und hat 2-3 dann dementsprechend. Oder haben wir noch den Immervogt, Immerfortvogt zum Beispiel. Der hat Schutzzauber, dementsprechend bekommt er 1-1 auch dazu und hat 2-2. Auch wirklich sehr praktisch. Der Schlachtenvogt der Dämmerung funktioniert auch optimal mit Karten, die Schlüsselwörter verleihen, wie zum Beispiel das Legionsschild gibt Wächter und plus 1 plus 3 oder leichter Schutz, der auch einen Schutzzauber eben gewährt und damit ein Schlüsselwort oder improvisierte Waffe, kostet halt eben alles 0, ist also damit optimal kombinierbar und damit können wir einfach mal Kreaturen, die kein natürliches Schlüsselwort besitzen, eben eins geben und das dann auch noch verstärken. Kommen wir mal zu den lustigen Kombinationen. Und zwar gibt es Karten, die allen euren verbündeten Kreaturen Schlüsselwörter verleihen. Dazu gehören zum Beispiel die königliche Weise zum Beispiel. Wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, gib jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Und die Karte in Kombination mit dem Schlachtenvogt ist einfach richtig, richtig stark. Oder den Ring des Mentors. Er gibt nämlich plus 3, plus 3 und gibt jeder anderen verbündeten Kreatur die Schlüsselwörter dieser Kreatur, also alle. Das ist auch richtig, richtig cool. Oder dann gibt es noch den Mundstein, der gibt halt jetzt nicht komplett allen, aber jedenfalls denen, die du beschwörst. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Der Mundusstein, wenn du eine Kreatur beschwörst, gibst du ihr ein zufälliges Schlüsselwort, halt nicht komplett allen. Oder, da gibt es noch eine Kombination, die habe ich jetzt gerade nicht, Moment, die müsste ich, da. Und zwar ist das Weisheit der Ahnen, ist auch gleichzeitig eine Prophezeiung. Und gibt jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort und kostet nur 2 Magicka. Also richtig coole Kombination. Und damit kann die unglaublich mächtig sein. Da freue ich mich schon mega drauf. Die muss ich dann halt eben noch craften. Wenn ihr den Schlachtenvogt in der Arena zieht, solltet ihr eben darauf achten, dass ihr so genug Schlüsselwörter-Kreaturen wie möglich halt ins Deck packt. Ist ja klar. Aber es gibt ja auch genug. Dementsprechend sollte das auch kein Problem sein. Und dann lassen sich auch in der Arena ein paar richtig gute Kombinationen damit starten. Okay, das war's zu dieser Karte. Ich werde, wenn die Karte dann eben Ende des Monats rauskommt, ein paar richtig lustige Decks zusammenstellen und die dann auch online stellen, also gewisse Guides und Kombinationsmöglichkeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, unterstützt mich mit einem Abo. Ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.